Und damit herzlich willkommen zurück bei StarCraft II Legacy of the Void. Wir haben in der letzten Mission die verbotene Waffe geborgen. Und was sich darin befindet, das werden wir hoffentlich gleich klären können. Außerdem haben wir eine neue Fraktionsspezialisierung bekommen. Spezialisierung. Und mal gucken, was das so bereithält. Und wir setzen das Ganze mal fort und gehen zurück auf die Speer des Adun. Ich weiß immer nicht genau, ob das das ist sehr... Ich verwechsel das immer bei diesem Schiff. Aber ist egal. Ihr wolltet mich sprechen, Phasenschmied. Artanis, es tut gut, euch zu sehen, mein junger Exekutor. Phoenix, wie kann das sein? Der Richter-Prototyp wurde mit seiner geklonten Persönlichkeit ausgestattet. Ihr wart mit seiner ursprünglichen Persönlichkeit befreundet. Da dachte ich, nun ja, er glaubt, er sei aus seiner Stasis erweckt und zu einem Dragoner umfunktioniert worden. Warum seid ihr hier, Phoenix? Aldaris selbst gab mir den Befehl, nach Glacius zu kommen und den Templern zu dienen. Das ist der letzte Eintrag in seiner Erinnerungsmatrix. Die großen Templer wurden noch auf Befehl der Konklave enkodiert. Wisst ihr von den Experimenten, die auf Glacius durchgeführt wurden? Warum gab euch Aldaris diesen Befehl? Ich bin ein Krieger, alter Freund. Das wisst ihr besser als jeder andere. Es steht mir nicht zu, den Befehl eines Judikators zu hinterfragen. Er ist technisch hochentwickelt. Eine Adaniumhülle bestehend aus einem Trillik-Kompressionsgeflecht. Es scheint, als sollte er erst der Anfang einer Wiederbelebung des uralten Programms sein. Genug! Zu lange diente ich dem Willen der Konklave, als hier wie irgendein Tier untersucht zu werden. Ich bin ein Templer und endlich wieder mit meinem teuersten Freund vereint. Ist das nicht ein glorreicher Tag? Ihr habt recht, natürlich. Karax, diese Tests sind nicht länger notwendig. Phoenix, willkommen auf der Speer des Adun. Phoenix. Ja, ich habe schon von ihm gehört. Der ist, glaube ich, in StarCraft 1 eher bekannter. Aber wie ich schon zum Anfang gesagt habe, habe ich StarCraft 1 nie gespielt. Deswegen weiß ich nicht genau, was mit dem geschehen ist. Ich weiß, dass er gefallen ist, aber was für eine Rolle er gespielt hat, kann ich euch leider nicht sagen. Tut mir leid, ich muss unbedingt StarCraft 1 auch mal aufholen, ey. Das ist echt ein bisschen beschämend mir gegenüber auch selber, dass ich sowas denn nicht weiß. Phoenix, der Kern stößt eine ungewöhnliche Menge Eruptionen aus. Könnt ihr das Vektorenfeld der Gravitationsquelle rekalibrieren? Nein. Oh, natürlich. Ich kümmere mich darum. Oh Mann, der Karax. Bist ja ziemlich lustig, wa? Du bist ja ein Lustiger. Jo. Diese neuen Entwürfe für die Richter übertreffen jede Technologie, die unser Volk bisher hervorgebracht hat. Die Replizierungsdaten erlauben eine genaue Duplikation des Bewusstseins. Phoenix' Persönlichkeit könnte akkurat sein. Wie akkurat? Mehr als 99%. Es könnten also Diskrepanzen auftreten. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und wie viele Entscheidungen beeinflusst diese Abweichung über ein Leben hinweg? Wer wärt ihr, wenn ihr auch nur in 1% der Fälle eine andere Wahl getroffen hättet? Behaltet Phoenix im Auge. Wenn er uns helfen soll, dann will ich wissen, wer er ist. Ja, sprechen wir doch mal mit ihm. Ihr und ich, wir haben mit unseren surrenden Klingen in zahllosen Gefechten Seite an Seite gestanden. Und nun führt ihr die Rotos an. Der bloße Gedanke daran erfüllt mich mit Stolz. Ich wurde von den verbleibenden Judikatoren und den Clans der Nerazim auserwählt, die Hierarchie zu repräsentieren. Ihre Wahl ehrt mich bis zum heutigen Tage. Tassadar ist bestimmt ebenfalls stolz. Tassadar ist tot, Phoenix.
Er stellte sich mutig seinem Schicksal und opferte sich für sein Volk. Er bewahrte uns vor der Auslöschung. Was? Das kann nicht sein. Und Ajur? Ebenfalls verloren an die Zerg? So ist es. Wie lange war ich in Stasis? Wann wurde ich zum Dragoner? Wisst ihr etwas über das Richterprogramm, Phoenix? Selbstverständlich. Sie wollten die größten Geister der Templer replizieren. Am Ende waren es gefährliche Maschinen, die abgeschaltet werden mussten. Sie wurden zwar abgeschaltet, aber es wurde weitergeforscht. Wir haben weiterhin nach einem Weg gesucht, unsere größten Templer zu replizieren, diese uralte Technologie zu verwenden. Warum erzählt ihr mir davon? Wir sehen einem Krieg entgegen, der mit keinem zuvor geführten Krieg vergleichbar ist. Wir werden euch in den nächsten Tagen brauchen. Und vielleicht auch die Richter. Dann sind meine Klingen die euren, alter Freund. Dann kann es ja bedeuten, dass Zeratul auch als Richter, also als Maschine hier wiederbelebt werden kann. Oder Tassa da? Oder alle möglichen Krieger. Das hört sich erstmal auf den ersten Moment ziemlich cool an. So. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. 20 Solarit. Nee. Das reicht überhaupt gar nichts. Na gut. Gucken wir mal in den Kriegsrat. Das könnte wichtig sein. Genau, da gehen wir mal rein. Wir haben neue robotische Unterstützungseinheiten erhalten, die ihr euch anschauen solltet. Judikator. Protector. So, die Protektoren, die kennen wir ja. Stellt zwei verbündete Einheiten gleichzeitig Schilde wieder her. Ja, das hört sich doch gut an, ne? Mindert den erlittenen Schaden verbündeter Einheiten in der Nähe. Okay, die haben so eine Aura, wie es aussieht. Judikator. Ah, das sieht doch ganz brauchbar aus. Erhöht die Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit verbündeter Einheiten. Kann sich transformieren, um ein Energiefeld zu erzeugen. Das bedeutet also, wir bräuchten den ein Skill theoretisch dann nicht. Wir können einfach den aktivieren und dann kann er die Typen ranwarpen. Ich würde erstmal die Protektoren nehmen, weil sie erstmal am Brauchpasten sind und wir und ich erstmal gucken muss, was überhaupt sinnvoll ist bei den Skills. So, ansonsten haben wir hier, glaube ich, nichts mehr. Ich habe gedacht, Karas konnte die robotischen Vollstrecker mit Hilfe der Daten von Glacius aktivieren. Setzt die Weise ein, Reich. Okay, also ich habe eben gerade gedacht, warum ist das nicht freigeschaltet? Aber wie es aussieht, ist das doch freigeschaltet. Hier die Vollstrecker. Gucken wir uns mal an. Der Feind wird gerichtet werden. Okay, die können auch auf einen zustürmen. Die machen aber keine Betäubung, sondern wird nach dem Tod wiederbelebt. Hat aber eine Abklingzeit von 2 Minuten. Wir werden erstmal die Phantome behalten. Okay, es ist auch nur für die Berserker freigeschaltet, wie es aussieht. Na gut, es ist nicht so schlimm. Alles klar. Na gut. Dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Was hast du denn zusammen? Es ist schön, euch zu sehen. Dankeschön. Dieses Wiedersehen mit Phoenix löst verwirrende Gefühle in mir aus. Ich fühle Traurigkeit, obwohl ich eigentlich Freude verspüren sollte. Es heißt, der Krieger Phoenix starb durch die Hand der Königin der Klingen. Dies ist lediglich eine Simulation seiner Persönlichkeit. Doch sie erinnert euch an den Verlust, den ihr erlitten habt. Seine Stimme. Seine Gedanken, sein ganzes Wesen. Er beschreibt gemeinsame Erinnerungen so lebhaft, so präzise. Mein Instinkt sagt mir, dass das mein Freund Phoenix ist. Doch mein Verstand weigert sich, das zu akzeptieren. Wir Nirazim denken oft darüber nach, ob wir einfach die Summe unserer Erfahrungen sind. Oder mehr als das. Eine innere Wahrheit, von der wir erfüllt sind. Wir werden bald erfahren, ob Phoenix seine eigene Wahrheit in sich trägt. Oder ob er nicht mehr ist als eine schlechte Kopie. Hm.
Ja, das ist natürlich die Frage. Finden wir das doch einfach mal heraus in der nächsten Mission. Solarkern. Etwas später. Irach, ich erkenne nun die technologische Überlegenheit der Xel'Naga. Sie wussten, dass Energie, Essenz und Information alle eins sind. Untereinander austauschbar, veränderlich. Dann habt ihr herausgefunden, was Zeratul in diesem Schlüsselstein entdeckte? Ja, wenn ich es richtig verstehe, führt er uns nach Ulna. Ulna? Dieser Ort ist ein Mythos, ein Reich aus zahlreichen Legenden. Zeigt mir wo, Karax. Sein. Ich muss mich irren. Der altarische Riss? Das ist unmöglich. Nichts könnte inmitten solch gewaltiger Kräfte überleben. Ich habe versagt, Irach. Das denke ich nicht, Karax. Es heißt, die Xel'Naga kamen von einem Ort, an dem kein Leben möglich ist. Das deckt sich mit Zeratuls Prophezeiung. Wir werden dorthin reisen. Bereitet alles vor. Zeratul, viele hielten euch für verrückt. Und doch habt ihr einmal mehr den Weg klarer gesehen als wir alle. Der Schlüsselstein führt uns in den altarischen Riss. Nach Ulna, der Heimat der Xel'Naga. Es ist meine Bestimmung, eure Aufgabe fortzuführen, alter Freund. Ich werde die Xel'Naga erwecken und euer Vermächtnis ehren. Ja, das hoffen wir doch mal. Der altarische Riss, ich finde es voll lustig. Bevölkerung unbekannt. Nachbarplaneten unbekannt. Materielle Ressourcen unbekannt. Aber wir bekommen neue Einheiten. Und darauf freue ich mich besonders, denn wir bekommen als die ersten fliegenden Einheiten, wie es aussieht. Und zwar sind es die Phönixe, die wir ja schon gesehen haben als gegnerische Einheiten. Die können nur Lufteinheiten angreifen. Dafür können sie aber einen Gravitationsstrahl erzeugen, das Bodeneinheiten hochhebt. Und die hohen Templer, die haben wir auch schon gesehen, die sind meiner Meinung nach recht schwach im Angriff, aber dafür haben die eine starke Fähigkeit, und zwar machen die so einen Blitz AOE und können biologische Einheiten ziemlich starken Schaden zufügen. So, wir reisen mal dorthin. Zeratul hatte recht. Es ist Ulna. Seht, Matriarchen, die Quelle allen Lebens. So lange verborgen. Ja, aber warum? Das ist die Frage, warum? Interessant, das Ding. Das kriegt man übrigens auch, wenn ich mich nicht irre, wenn man die digitale Deluxe-Version sich holt als Porträt. Ich habe mich immer gefragt, was soll das eigentlich sein? Ich kann es euch mal zeigen, wenn ich weiß, wo das war. Heldentaten. Ah, jetzt sehe ich das natürlich nicht, ne? Es ist ein guter Vorführeffekt hier. Naja, ich weiß auch nicht genau. Aber
Den gibt es übrigens als Porträt, dieses Ding oder was das ist. Gucken wir erstmal, was sie noch zu sagen haben. Juana hat noch was zu sagen. Es fällt schwer zu begreifen, dass diese Welt unter uns tatsächlich Ulna ist. Die Heimat der Ihanrii, der Xel'naga. Die Judikatoren vermuteten, dass die Xel'naga von Aiur zu einem solchen Ort zurückkehren. Man sagt, sie ruhten hier in einem äonenwährenden Schlaf. Zeratul glaubte, dass das Artefakt uns den Weg zur Hoffnung weisen würde. Die Xel'naga sind möglicherweise diese Hoffnung, von der er sprach. Den Legenden zufolge warten die Xel'naga dort unten darauf, von ihren Kindern erweckt zu werden. Dann lasst uns hoffen, dass die Legenden wahr sind. Ja, hoffen wir mal. Phoenix, ihr scheint betrübt. Verzeihung, Hierarch. Ich habe über die Ereignisse nachgedacht, die mich hierher geführt haben. Ich habe entdeckt, dass meine Erinnerungen Lücken aufweisen. Schlachten, die in den Archiven des Schiffes aufgezeichnet wurden und an die ich mich eigentlich erinnern müsste. Was habt ihr gefunden? Aufzeichnungen über meine Niederlage bei Antioch und meine Wiederbelebung als Dragoner. Doch dieser Körper, es ist offensichtlich, dass ich kein Dragoner bin. Diese Aufzeichnungen verraten noch mehr, Phoenix. Aber was ihr herausfindet, könnte schmerzlich für euch sein. Ich bin gewillt, der Wahrheit ins Auge zu blicken, alter Freund. Wie schwer es auch immer sein mag. Dann hoffe ich, dass ihr die Antworten finden werdet, die ihr sucht. Es ist mir ein Rätsel, wie Zeratul vorhersehen konnte, dass uns der Schlüsselstein hierher führen würde. Mittlerweile ist es klar, dass dies sein primärer Zweck war. Zeratul war mit einem Ausdruck der Realität verbunden, der sich meinem Verständnis entzieht. Dieser Ort sollte nicht existieren. Er steht im Widerspruch zu allen wissenschaftlichen Gesetzen und den Grundfesten der Astralmechanik. Einst glaubte ich, wir Protoss hätten den Gipfel allen fassbaren Wissens erreicht. Ich war töricht. In dieser Galaxie existiert weit mehr, als das Verständnis der Protoss fasst, Freund Karax. Dieser Tatsache bin ich mir jetzt bewusst. Das verstehe ich sowieso nicht. Die Protoss denken, die wissen alles. Wie kann man alles wissen? Das geht gar nicht. Man kann nie alles wissen. So, hier haben wir nichts Neues. Okay, dann gehen wir wieder zurück zur Brücke. Ja, es sieht so aus, als wäre der Empfang von Übertragungen innerhalb des Risses nicht möglich. Wir sind auf uns allein gestellt. Also wieder wie die dunklen Templer. Okay. Die Sensoren der Speer des Adun orten etwas, das wie ein Zugang zum Tempel aussieht. Unsere Schiffe warten auf euren Befehl. Ja, das ist lustig. Hier sehen wir keinen. Wir wissen nicht, was für ein Feind wir gegenüber stehlen. Was ist das hier für ein Ding? Analysiere. Nexuspunkt errichtet. Also eigentlich sieht man gar nichts aus, dieser Analyse, ne? Na gut. Bonusbelohnung 10 Solarit. Ja, Missionsabschließen wieder, ne? Zerstören Sie in Tempel das gigantische Warp-Prisma in unter 10 Minuten. Also 10 Minuten, ja, alles klar. Ihr habt die Radhamse offen hier, ne? 10 Minuten. Nehmen Sie in Tempel auf normal ein, was? Stellar-Schloss in den ersten 6 Minuten ein und halten Sie es bis zum Ende der Mission. Also ich kann nicht versprechen, ob ich die schaffe, Leute. Aber ich versuche es. Also 6 Minuten, ersten 6 Minuten einnehmen und dann bis zum Ende Mission halten. Okay. Die Mission heißt Tempel der Vereinigung. Okay, starten wir mal. Könnte lustig werden. Warp-Tore können ihre Armee verstärken, sofern sie Pylon in der Nähe, sofern ein Pylon in der Nähe ist. Sie können diese Taktik sowohl offensiv als auch defensiv einsetzen. Ach, hätte ich echt nicht gewusst. Ich habe es ja nur schon in 10 Missionen oder so angewendet, aber okay. Dies ist die Ruhestätte der Xel'naga. Wir müssen einen Weg finden, den Eingang zu öffnen, wenn wir sie erwecken wollen.
Was wisst ihr über den Tempel in den Tiefen, oberste Bewahrerin? Nur Mythen, Legenden. Hier auf Ulna beenden die auserwählten Völker ihren Zyklus und werden zu etwas Höherem. Es heißt, ihre bloße Anwesenheit würde den Weg ins Innere öffnen. Ich glaube, diese Stellarschlösser sind die Lösung. Schickt unsere Truppen los, um sie zu sichern. Vielleicht erhalten wir so Hinweise darauf, was zu tun ist. Hierarch, die Taldarim sind hier. Sie übernehmen die Kontrolle über die Stellarschlösser. Ihr wisst, was die Stimme befiehlt. Die Tore des Tempels müssen verschlossen bleiben. Solange sie die Schlösser kontrollieren, werden uns die Geheimnisse des Tempels verborgen bleiben. Krieger, greift den Feind an und erobert die Schlösser zurück. Wir werden Amon zeigen, dass wir noch nicht besiegt sind. Alles klar, Hierarch. So, wir bauen erstmal wieder unsere Wirtschaft auf. 6 Minuten war das, ne? Unsere Raumportale sind jetzt in der Lage, Phönixe heranzuwarpen. Sie sind sehr beweglich und gut dafür geeignet, den Feind aus großer Entfernung anzugreifen. Im Kybernetik-Kern können wir diese Lufteinheiten auch upgraden. Und hier Raumportale. Ja, wir können die natürlich nicht ranwarpen, wie man unschwer erkennen kann. Es gibt einen Perk, also ein Skill, wo man die dann heranwarpen kann. Sowohl ja, später in der Roboterfabrik welche und die Phönixe. Ja. Ich habe jetzt aber erstmal den Assimilator drin. Weil ich finde das eigentlich praktischer, wenn man eigentlich fast quasi umsonst dieses Vespingas abbauen kann. Und automatisch einfach. Das ist doch viel geiler. So. Warpfeld online. Warp. Warp, warp. Hier ist zusätzliche Pylonen. Ach, genau, da war ja was. Und dann können die Drohnen sich nämlich entweder auf den Bau bzw. auf den Mineralfeldabbau konzentrieren. Und das finde ich halt praktischer im Moment. So, wir müssen ja mal gucken, wo geht's denn überhaupt lang? Guck mal, da kommen wir zum ersten, ne? Aber ist es nicht praktischer, eins hier an der Seite zu holen und denen als erstes denn zu verteidigen? Das ist doch bestimmt praktischer, oder? Ich denke mal, das ist auf jeden Fall etwas effektiver. So, da bauen wir erstmal unsere Warp-Knoten auf. Sechs Minuten, also 3 Minuten haben wir schon, noch ungefähr 3 Minuten. So. Wir können auch dorthin stealthen, wie es aussieht. Sobald Amons Streitkräfte vernichtet sind, sollten wir mit unseren Kriegern das Stellarschloss aktivieren können. Cool. Seht ihr, das meine ich, die können die hochwarpen. Amons Streitkräfte sind unterwegs zu unserem Nexus-Punkt. Jetzt, genau jetzt, wo ich angreife, ne? Jetzt kommen sie. Was ist das denn? Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Das Schloss ist unter unserer Kontrolle. Diese Energiemuster lassen darauf schließen, dass sich der Tempel öffnet, wenn wir alle 5 Schlösser kontrollieren. Wir können noch unsere Kanone einsetzen. Das haben wir dann natürlich überlebt. Oh ja, ich habe schon gedacht, er schlachtet jetzt meine Drohne ab, aber es geht noch. So, den muss ich natürlich mal wieder selektieren. Boah, dass er den noch zerstören kann, weißt du? Das ist doch unglaublich.
Das ist immer so, ne? So, wir versuchen den natürlich jetzt zu halten hier. Deswegen... Achso, ich kann ja hier keinen Drohnen mit rübernehmen. Aber wenn wir 75 haben, dann baue ich da... Genau. Ein Warp-Feld. Hierarch, die Tal'Darim setzen ein riesiges Warp-Prisma ein. Wenn sein Kern ähnlich konstruiert ist wie der unsere, besteht der Reaktor wahrscheinlich aus reinem Solarit. Wenn wir die Möglichkeit haben, sollten wir das Prisma zerstören und das Solarit bergen. Ich kann es nutzen, um unseren Solarkern auszubauen. Ach so, das ist Bonusmission. Ja, das kümmern wir uns als allerletztes. Ich habe schon wieder das eine Missionsziel vergessen, leider. Naja. So. Das müssen wir verteidigen. Da werden wir auf jeden Fall ein paar hinstellen. Ach, 10 Minuten war das, ne? Irgendwas mit 10 Minuten. Ja, ich weiß nicht mehr, was das war. Okay, aber ich versuche das Bonusziel zu zerstören. Wir können das ja theoretisch auch mit unserem Orbitschlag machen, wenn das steht. Theoretisch gesehen. So, ein, zwei Drohnen noch. Und dann können wir nochmal eine Schmiede bauen. Und dann können wir die Photonkanonen mal produzieren. So. Die müssen wir so produzieren, leider. Deswegen kommt die Zeitschleife kommt jetzt darauf, damit die schneller produziert werden. Die anderen kann ich ja ranwarpen, das ist ja vollkommen egal, wie die produziert werden. Die brauchen immer ihre Zeit. Die kann man gar nicht als Zeitschleife einsetzen. So. Wir können uns ja mal die da schnappen. Das ist ganz cool eigentlich. Das Problem ist nur, die Bodeneinheiten können halt hier nicht angreifen. Hey, was war das denn? Lol. Habe ich irgendwas verpasst? Ich brauche sowieso ein paar Pylonen. Ja, machen wir mal hier so hin. Und einer geht dahin. Und einer kommt hier hin. So, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, genau. Die kann man halt dann nicht mit den Bodeneinheiten angreifen. Deswegen werden wir wahrscheinlich jetzt erstmal nur Hetzer bauen. Und ein paar Phoenixe. Ich bin hier in den Schatten. Phoenix. So, jetzt müssen wir ein bisschen auf Produktion warten. Oh, guck mal, da können wir uns noch ein zweites Ding holen. Das wäre vielleicht ganz brauchbar. Eine Echse. Guck mal kurz. Da ist nichts. Okay. Wir gehen einfach mal dahin und holen uns da mal noch die Echse. Oder? Das ist auf jeden Fall Produktionsschub für uns. Was macht ihr denn da? So. Ich stelle die mal so hin. Ja, jetzt habe ich natürlich alles ausgegeben. Ah, ich bin so doof, ne? Ach, egal. 400, ey. Oh. Shit. Ja, die Mission, da haben wir unendlich Zeit, wie es aussieht. Da sollte ich auch die Zeit gut nutzen. Und ich will da nicht wieder zu überhastet kämpfen, dann muss ich wieder neu laden und... Also für mich ist das aufwendiger als für euch das zu gucken. Ich muss es natürlich nämlich nochmal neu zucken. Meistens. Und ja, es wäre unschön. Nicht nur für mich. Ich denke mal, außerdem will man auch einen guten Fluss sehen, wie man alles schön durchspielt in einen Fluss. Ihr habt nicht genügend
So. Ich hole mir die Drohnen von hier. Ich verstehe gar nicht, warum ich bei der einen Mission so viel Mineralien noch hatte und hier habe ich Mineralienmangel. Ich bin das Herz der Fresse. Teleportation erfolgreich. Ah, sehr schön. Oh, da kommen sie. Weg da. Nein, ihr rennt genau rein. Oh mein Gott. Ey, es sind ja nicht nur Protoss, sich jetzt erst, ne? Es sind auch Terraner dabei. Die sagten zwar, dass vergessene Zivilisationen oder sowas noch drin sind, aber das sind doch nicht die vergessenen Zivilisationen, das sind doch die Teil der Riemen, oder? So, ihr kommt mal hier runter. Machen wir hier noch zwei. Und dann sollte es an Ressourcen auf jeden Fall reichen. Also dieser Pylon ist eigentlich ganz brauchbar, wirklich. Als Skill. Ich habe jetzt gedacht, ob der wirklich so gut ist. Aber jetzt weist er sich als sehr brauchbar heraus. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Finde ich wirklich sehr gut. So, wir machen noch ein Portal rein. Und dann könnten wir mal langsam mal was erneut angreifen. Die bleiben mal hier stehen. Die sollen das verteidigen. Aber wir können dann theoretisch mal zum nächsten Schlüssel gehen. Teleportation erfolgreich. Und ich möchte auch gerne... So. Ich möchte auch gerne die Bonusmission haben. So, okay. Ich denke mal, das sollte jetzt erstmal... Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Das sollte jetzt erstmal an der Versorgung reichen. Für die Versorgung. So. Das sollte auch reichen, ein Pylon. Teleportation erfolgreich. So, die selektieren wir mal. So, auf 3. Sehr schön. Da stehen wir welche hin. Vorsicht! Amons Diener versuchen, ein Schloss einzunehmen. Ja, ich komme schon. Guck mal, können wir noch einen Protektor hinstellen? Die haben wir ja jetzt geupgradet sozusagen. Ich denke, hoffentlich reicht das. Okay, wir können ja hier mal... Sehr schön. Teleportation erfolgreich. Lasst unsere Feinde unsere. Okay, die bleiben auf jeden Fall dort. Oh Gott. Alles klar. So. Wieder herstellen welche. Alles klar. Okay. Läuft. Läuft, 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 läuft. Ich bin zufrieden gerade. Wo verbirgt sich der Feind? Sira weg, Krayor. Man könnte noch ein paar Photonkanonen hinstellen, aber ich bin jetzt erstmal ja, ziemlich selbstsicher sozusagen. Wir werden auch erstmal hier nach oben, denke ich mal, gehen und sie dann in der Mitte abfangen. Guck mal hier. Da stehen sie. Werden sie denn mal in der Mitte abfangen? Will ich sagen. Die Bonus-Mission zu bekommen. So, das lassen wir. Das reicht jetzt. Wir haben genug Einheiten. Wir haben genug Zeit vertrödelt. Ah, die Phoenixe. Da wird jetzt gleich sehr viele in der Luft schweben können.
Ich werde natürlich einige Einheiten verlieren, wie wir hier sehen können. Sehr schön. So, wir gehen jetzt mal in die Mitte. Und da... Ach, eigentlich brauche ich das nicht. Das Lustige ist, diese Kolosse, die kann man sowohl als in der Luft angreifen, als auch in auf dem Boden. Die sind sowohl Boden- als auch Lufteinheit. Okay, die sind fertig. Ist doch klar, dass die jetzt auch kommen.